Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist die Taufe von unserer kleinen Maus. Ja, wir sind hier gerade oben in dem Raum, den wir gestern vorbereitet haben mit euch zusammen. Und machen jetzt die letzten Feinheiten. In einer Stunde geht es nämlich schon los. Ja, wir sind alle schon ein bisschen aufgeregt und alles, das ganze Haus ist ganz wild, weil alle müssen sich umziehen. Da muss noch jemand duschen und so. Ja, ich wollte jetzt kurz einmal die Deko zeigen, wie ich das hier so gemacht habe. Und Felix, der ist der Einzige, der ready ist. Ja, und ich bin als Letztes aufgestanden. Ja, aber das ist ja immer so. Wir legen hier gerade noch so Polster auf die Bänke, damit das noch ein bisschen bequemer ist nachher. Da haben wir extra welche, die hier genau auf die passen, hier auf die Bierbänke. Genau. Sieht so aus. Hier die kleine Lia noch ihre Wippe von gestern. Lassen wir da auch stehen, dann kann sie da nachher... Ja, ich genau, und ich habe da hinten schon ein paar Geschenke hingelegt, die wurden uns per Post geschickt von den Leuten, die nicht kommen konnten. Das habe ich da hinten hingestellt, weil da kommen ja sowieso eine Geschenke rauf und dann kann die kleine Maus es auspacken. Ja, und jetzt machen wir, wie gesagt, das noch fertig, dann wird gleich nochmal kurz die Küche aufgeräumt, weil da haben wir jetzt die ganzen Getränke und so drin stehen und hier wird dann auch das Spanferkel stehen, das Getränke und da. Und dann kommt hier auch das Spanferkel nachher hin, damit zum Essen, dass man halt eben hier reingeht, sich das Essen rausholt und dann hier essen kann. Genau, also hier ist dann eben das Essen und ich muss euch mal was zeigen, Leute. Guck mal, was ich für die Patentanten vorbereitet habe. Ich kann es ja jetzt zeigen endlich, weil die gucken nämlich auch beide meine Videos. Deswegen hier habe ich einmal für die beiden Patentanten vorbereitet. Ihr könnt ihr mal auf Pause drücken und euch das durchlesen. Aber ich zeige euch das nachher nochmal bei Instagram oder so. Genau, das habe ich für beide Patentanten vorbereitet. Das wollte ich denen hergeben. Und auch für Oma und Opa habe ich es vorbereitet. Da will ich euch aber ungern die Namen zeigen. Aber ich zeige euch das trotzdem mal. Moment, ich hole es einmal raus. So, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier ist ein Bild von der kleinen Motte. Das möchte ich euch ja auch nicht zeigen. Und dann steht hier ganz groß Oma und Opa und dann steht hier die Namen von den Oma und Opa. Und genau, dieser Spruch steht hier drauf. Und auch das wollen wir dann den Oma und Opas schenken, den beiden. Genau. Das haben wir jetzt hier und das schenken wir denen nachher. Einfach so, weil ich fand das total girlig. Und ja, Felix will jetzt noch den Kühlschrank einbauen, damit er hier weg ist. Das machen wir jetzt eben schnell. Und danach zeige ich euch die Deko. Thank you.
Ja, mein Lieben, und das war auch schon die Taufe der kleinen Maus. Ich habe echt versucht, so viel wie möglich zu filmen, beziehungsweise hat mein Bruder ein bisschen was gefilmt. Ja, ich hoffe, euch hat das erstmal gefallen. Ich wollte noch ein bisschen was dazu sagen. Also, wir hatten hier richtig lecker Spanferkel mit ganz vielen Beilagen. Das war auch richtig, richtig schön. Es hat auch allen gefallen. Also, es war nicht so, dass da sich irgendjemand beschwert hat. Und die Torte war auch der Hammer. Ja, Geschenke haben wir en masse bekommen, wirklich hätten wir gar nicht mit gerechnet. Und die filme ich euch, beziehungsweise habe ich euch auch schon abgefilmt in einem Video. Es kommt auch noch online. Ja, und sonst war es einfach so schön. Der Gottesdienst hat mir so gut gefallen, weil der Pastor mit Gitarre gearbeitet hat. Also er hat Gitarre gespielt zu den Liedern. Und meine Freundin hat noch am Ende gesungen. Richtig schön war das. Und auch so von den Liedern. Einfach top modern. Und es war alles ja nicht so typisch Gottesdienst, es war richtig modern, richtig gehoben, es war einfach richtig schön, es hat richtig Spaß gemacht, in dem Gottesdienst zu sitzen und das war mir so wichtig. Ich wollte wirklich, dass der Gottesdienst wirklich schön modern wird und nicht so, ja, normal, sondern richtig schön mit Pfeffer und ja, das war wirklich richtig toll. Also ich kann das nur empfehlen, wenn ihr irgendjemanden habt, der singen kann, macht das auf jeden Fall, weil das hebt nochmal richtig die Stimmung an. Oder auch, wenn der Pastor irgendwie Gitarre oder so spielen kann. Und sucht euch auch moderne Lieder aus. Wir haben zum Beispiel genommen Vergiss es nie und Gottes Liebe ist so wunderbar, genau. Die beiden Lieder haben wir auch ausgewählt und die waren auch so schön. Es hat so gut gepasst und ja, wir waren echt total zufrieden und total glücklich. Und ja, ich bin einfach so immer noch so glücklich über diesen Tag. Und wir haben auch ganz viele Fotos gemacht, ganz viele Erinnerungen gesammelt. Und ich hoffe jetzt einfach, euch hat das Video gefallen. Es ist ein bisschen kürzer, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal, wie das so bei uns abgelaufen ist. Ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!